am the Reaper. Jo, kommt zurück zu Penumbra Nekrolog. Das letzte Mal sind wir ein bisschen auf Chemie. Studiengegangen. Nein, nicht ganz richtig. Hallo? Da wollte ich eine ruhige Einleitung machen und dann sowas. Glaube ich warte, bevor ich an die Tür gehe. Wäh. Wabbel, wabbel. Dass wir hier keinen Gefrierbrand bekommen? Ich will nicht an die Tür. Dann rennt er wieder rum und dann sind wir dort. Und ich kann nicht mal speichern hier. Nein. Nee. Schade, dass ich die Tür nicht mit der Säure zerätzen kann. Will ich das? Nein, es ist gut, dass dieser Knopf nicht funktioniert. Gut. Danke. Dann sind wir uns ja einig. Nein, nicht ganz richtig. Was soll ich denn da mit dieser Säure machen? Wieder in den Horrorraum gehen? Gut. Mir fehlt der Bezug hierfür gerade ein bisschen. Ich habe jetzt Säure. Das Rohr frei machen. Und dann durchkriechen. Nein? Es ist verschlossen, aber wir haben ja... Nein, nicht ganz richtig. Doch, wir haben Säure. Spiel, du belügst mich und betrügst mich. Hä? Aha. Nein, nicht ganz richtig. Oh, aber ich wollte doch alles kaputt machen. Aha. Kein Thema, das kann ich ändern. Na. Hallo, ich bin der. Sollte nicht so viel von meiner Taschenlampe verschwenden. Apropos, ich kann jetzt mal. Jo. Danke. Hallo, ich bin der. Es ist verschlossen, aber wir haben ja. Nein, nicht ganz richtig. Mann. Ja, noch einmal. Jetzt lass mich doch diese Säure endlich mal benutzen. Spiel. Na. Du regst mich auf, aber nur ein bisschen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe hier eine Säure, die ich bei nirgends, genau, ich red schon wie die Leute schreiben. Ich habe eine Säure, die ich nichts verwenden kann. Nein, es ist nicht ganz richtig. Gut. Dann sag mir doch mal, was richtig ist. Was haben wir denn hier noch? Da ist das Periodensystem. Es ist schön und furchterregend zugleich. Ja, eher schön. Furchterregend ist das, was hier drin ist. Aha. Oh, ich will nicht wieder nachschauen müssen. Wirklich nicht. Nein, das nervt. So zu spielen, da kommt man sich so linkig vor. Und
Hier ist die Lösung. Oder auch nicht. Was haben denn diese Kreuze hier zu bedeuten? Eine sich alles zerfressende Säure. Nee, ist nicht ganz richtig. Die sich durch jedes Metall fressen kann. Die haben wir hier in einem Glas drin. Gut, dass es kein Grog ist, sonst würde das Glas jetzt wegschmelzen. Oh. Ja, diesmal ein Toter. Du hast es erfasst, Kollege. Oh. Kurz mal habe ich mich gefreut und dann wieder. Entschuldigung, was steht in meiner To-Do-Liste? To-Do-Liste. Eine Art Schlüssel geben oder etwas, das ich als Schlüssel benutzen kann. Das ist bisher der einzige Hinweis, den wir haben. Da ist nichts. Da ist nichts. Und da ist nichts. Das Spiegel sieht interessant aus. Blut verschmiert. Vielleicht. Ah. Komm schon her. Nein, das ist nicht ganz richtig. Ah. Vielleicht ist es. Ah. Vielleicht ist es ja die Nadel, die ich im Heuhaufen suchen muss. Ja, vielleicht muss ich wortwörtlich eine Nadel suchen. Um quasi das Schloss zu knacken oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Also wer glaubte bisher, das war alles nicht blind? Ja, der wird jetzt in dieser Sekunde eines Besseren belehrt. Genau jetzt. Denn sonst würde ich hier nicht so dumm rumrennen. Na. Ah. Hauptsache Stromkästen montieren, an die man nicht rankommt. Kann ich eigentlich? Na, kann ich so, aber es bringt halt nichts. Nichts Nützliches. Nö, ich habe keine Zeit für Hunde. Was? Für Hunde hat man immer Zeit. Aloch. Wie schon gesagt, nie sind sie offen für meine Ideen. Was übersehe ich hier nur? Durchsuche hier schon jedes einzelne kleine Eck. Aber ich will jetzt echt nicht wieder nachschauen müssen. Nein. So funktionieren solche Spiele nicht. Dachte, das wäre vielleicht irgendwas. Nein, das ist auch nicht ganz richtig. So wie alles, was ich probieren will. Alles ist nicht ganz richtig. Ja, genau. Das sagt sich immer so leicht daher. Glastrinkbecher. Vielleicht muss ich ja... Nö. Ist auch nicht ganz richtig. Hm.
Wenn er nur überhaupt irgendwas verstehen könnte, ja. Ich sollte neue Batterien einlegen. Komm. Sollte das hier jetzt keinen Erfolg bringen. Die Folge geht jetzt circa... ist die dritte. Circa 5 Minuten. Werde ich nachschauen, dass wir hier keine weitere Folge rumirren. Allerdings dann auch nicht sofort weiterspielen, weil das nervt mich dann. Wenn ich dann mal aufgehört habe, dann würde ich auch aufhören. Ju, ich das. Aber ganz ehrlich, ich finde hier nichts. Und bevor ich jetzt hier, glaube ich, noch länger rumirre und Ressourcen verschwende. Das noch. Nö, ist nicht ganz richtig. Dann höre ich jetzt lieber auf und beende den Part hier. Die anderen waren ein bisschen länger, dann ist der wieder ein bisschen kürzer, dann passt das auch wieder ins Gesamtbild rein. Ja, Lehrbücher, genau. Dann mal gucken, was ich hier übersehen habe. Kann ja nicht so schwierig sein. Bestimmt so ein riesen Poster, wo drauf steht, ätze mich. Boah, ist das ätzend. Aha. Bewachungskameras. So. Da gehe ich an die Decke vor Wut. Hä? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Und wie gesagt, bevor ich jetzt hier noch länger rumirre und auf kein Ergebnis komme. Nein, nicht ganz richtig. Ja, dann... pausieren wir das lieber, das Ganze. Also, ich hoffe, euch hat das gefallen. Grüße von eurem Hedgehog. Stricken! Ich könnte jetzt noch die Folge so tot quatschen, dass sie nochmal 3 Minuten länger geht und dann habe ich die Folge in die Länge gezogen und ihr seht darin keinen effektiven Mehrwert. Oder keinen Nutzen oder wie auch immer. Ich hoffe trotzdem, euch hat das gefallen. Grüße von eurem Hedgehog.